Hat auch einen roten Stachel. Aber ist auch nicht besser als die anderen. Okay. Die hat sich hier verköstigt. Schmiedestein 3. Hier geht's weiter. Okay. Und hier geht's auch weiter, ne? Ich gehe erstmal hier lang. Nee. Dann gehen wir erstmal da lang. Da kommen wir wahrscheinlich nach oben. Da könnte der Boss sein. Mit den ganzen Eiern. Ich glaube, da ist der Boss. Okay, dann gehen wir doch mal die anderen, das andere erstmal ab. Da gibt es aber keinen einfachen und schnellen Weg zum Boss. Ich hoffe, dass da im Pfahl der Marika irgendwo steht. Oder hier ist der Boss. Oh, schaut mal. Schaut mir aber nicht nach Bossgegend aus, dafür ist es zu offen. Da haben wir doch irgendwas von der Akademie. Irgendwas von den Zauberern. Ha. Ist irgendwo ein Ort der Gnade. Sehen wir da verräterische goldene Dinger? Ich sehe keine. Ich glaube, wir haben den Bereich der Ameisen tatsächlich damit hinter uns gelassen. Deswegen gehen wir doch noch mal kurz zu den Ameisen erstmal. Vielleicht gibt es auch keinen Ameisenboss. Ich hätte jetzt einen, also wenn ich das Level designt hätte, hätte ich einen Ameisenboss gemacht. Das sind die ganzen Leute aus der Akademie. Die wurden dort hingebracht von den Ameisen, ne? Hingebracht, getötet und ein Nest gebaut. Irgendwie haben wir dann eine Verbindung mit der Akademie. Da sind wir reingegangen, wir sind inzwischen hier, okay. Ich dachte ja eher, dass wir hier hochkommen. Da wollte ich gerne hoch. Aber das ist dann vielleicht doch nicht der Weg da hoch. Offensichtlich. So, jetzt gehen wir mal hier lang. Wie sind wir ausgestattet? Ja, wir sind gut ausgestattet. Wow, was ist denn das für ein Ding? Schaut mal, wie da oben alles hängt. Eine Todesfalle. Können wir vielleicht die Einzelnen irgendwie anlocken? Das wäre, glaube ich, gut, wenn wir die irgendwie einzeln anlocken könnten. Das ist ein bisschen andere. Oh, jetzt kommen alle. Kann es sein, dass die gegeneinander kämpfen? Oder wirkt es nur so? Ich glaube, das wirkt nur so, weil sie durcheinander laufen. Ach, und wieder mal beweist sich unsere Waffe als genial. Die wir uns hier ausgesucht haben. Die Prälaten, Zorn der Prälaten, oder wie er heißt. Unter 22 Punkte bringen sie so. Jetzt haben wir die nämlich fast alle. Das ist die Königin da links. Und das sind offensichtlich irgendwie Beschützer der Königin. So, dann bleibt uns eigentlich nur noch die Königin. Ich glaube, die ist relativ schutzlos, schätze ich. Pam. Ja. Und wir kriegen unsere Tränke zurück. Fantastisch. Und die goldene Rune 10 und einen Runenbogen. Wow. Das war richtig gut. Sehr schön. Und was gibt es hier noch? Hier gibt es irgendwie noch einen geheimen Gang. Der führt uns wahrscheinlich irgendwo nach oben über die Akademie, ne? Genau. Dann haben wir nämlich hier einen Überblick. Da hinten, ah, schaut mal, da sind schon so irgendwelche komischen Typen. Ah, jetzt stand da gerade was, das habe ich verpasst. Sind wir hier über dem Bereich? Oder ist das nochmal ein neuer Bereich? Ich glaube, das ist nochmal ein neuer Bereich, den wir hier sehen. Ich gehe nochmal kurz weg, damit diese Schrift nochmal auftaucht. Die ich jetzt gerade übersehen habe. Ich hoffe, das reicht schon.
Ich glaube aber nicht, weil sonst wäre eine neue Schrift aufgetaucht. Ich passe mal auf. Ich war so fasziniert von dem Anblick, dass ich die Schrift irgendwie übersehen habe. Ihr könnt ja zurückspulen, ich nicht. So, schauen wir mal. Kommt hier nochmal die Schrift? Nein. Gut, ich gehe mal hier lang. Ah, schaut mal, hier können wir da oben drauf. Da kommen wir aber nicht wieder zurück. Das ist ein bisschen das Problem. Sollen wir trotzdem hier laufen? Ich denke ja, wenn wir schon mal hier sind. Und wir können Freunde herbeirufen. Schaut mal, und da links gibt es irgendwie einen Runenbogen oder irgendwas ganz Cooles. Schmiedestand 4. Kommen wir da unbeschadet hin? Ich hoffe es. Na, gerade so. Ein Himmelstau. Den brauchen wir, glaube ich, um irgendwie uns reinzuwaschen oder irgendwas war da. Schaut mal, die kommen jetzt alle hierher. Gut, wir brauchen unseren Freund. Und wen nehmen wir da? Nehmen wir da den Vogel. Wir nehmen den Vogel. Ich glaube, der ist ziemlich gut gegen die. Und wir versuchen einfach mal von hier die zu besiegen. Oh, kommen die hier hoch? Der Vogel. Der Vogel greift die auf jeden Fall schon mal ganz gut an. Und lenkt sie ab. Ah, das sind diese Dinger nochmal, diese langsamen. Wo wir den Angriff nicht unterbrechen können. Das Schwert ist ziemlich mächtig inzwischen. Und der Vogel, es war, glaube ich, eine gute Wahl. So. Was haben wir hier gefunden? Gasstein. Gasstein hört sich auch sehr gasig an. Irgendwo müssen noch Gegner sein. Der Vogel dreht hier noch am Rad. Den gibt es aber nicht mehr lang, leider. Heftiger Zauberer, welche Blasen hier gegen uns schickt. So. Gut, das waren sie alle. Da hinten sind noch welche. Aha. Wir haben aber unsere Tränke zurückbekommen, was sehr praktisch ist. So, da oben ist ein Item. So, hier ging es weiter und da hinten ging es weiter. Ich weiß jetzt ja natürlich nicht, welche Richtung wir gehen müssen. Weil wir ja so reingesprungen sind. Ich glaube, von hier, aus diesem Tor hier, sollten wir kommen. Es würde passen zur Position und auch zu diesem Tor. So, ich würde euch gerne angreifen, aber ich bin mir unsicher, ob unser Vogel dann verschwindet, wenn ich da reinlaufe in das Wasser. Deswegen mache ich es einfach mal so. Und dann kommt ihr hoffentlich zu uns. Jetzt ist er eh tot. Okay. Gut, dann können wir unseren Trank trinken und jetzt müssen wir mit unserem Schwert kämpfen. Ah. Da muss man aufpassen, dass der keinen so einen komischen Wurfangriff macht. So, 3 auf 1 Streich. Das war doch mal ordentlich. Das war doch mal ordentlich. So. Die sind trotzdem weniger gefährlich als die Typen in Siofra, muss ich wirklich sagen. Was gibt es denn hier noch? Da ist doch bestimmt irgendwas versteckt. Schaut so aus. Hier ist auf jeden Fall ein Durchgang versteckt. Jetzt will ich aber erstmal zum Eingang. Was ist denn, wer denn hier? Hier war auch nochmal ein Durchgang, oder? Nee, hier war kein Durchgang, einfach nur ein Item. Goldene Rune 1 bringt uns jetzt nicht so viel. Gibt es hier vielleicht einen Durchgang sogar? Er versteckt ist hinter dem Wasser. Nee. Okay. So, frisch gebadet sind wir jetzt auch. Und können hier neuen Aufgaben. Ich denke, wenn wir hier durchgehen, dann kommen wir zu diesem Startgebiet, das wir vorher gerade gesehen haben. Ah. Gibt es hier nirgendwo einen Hebel? Hallo? Doch, ja.
Und zu lang kann das eigentlich jetzt nicht dauern. Ach, das kommt von oben. Nee, das ist doch was anderes. Das ist dann doch was anderes. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Jetzt sind wir doch irgendwo... Hier kann man sogar eine Karte finden. Schaut mal, hier ist die Jofra. Wir können sogar dahin, wir können sogar hier hin, wir können da hin und her springen. Das ist ja auch irgendwie ganz cool. Die Ul-Palast-Ruinen haben wir hier entdeckt. Ja, wir könnten natürlich hier hinspringen und das nochmal neu machen, aber das hätte ich jetzt irgendwie auch keine Lust drauf. Wir schauen mal, was am Ende dieses Dings ist erstmal. Komm. Vielleicht ist das nämlich ein Ausgang. Könnte sein, dass das der Ausgang ist und dass wir den jetzt schon entdeckt haben, indem wir den Geheimweg über die über das Insektenlager gemacht haben, oder? Kann das sein? Nein, wir sind immer noch da. Okay. Wir sind immer noch hier, aber hier ist ein Ort der Gnade, den werde ich natürlich sofort aktivieren. Hallo? Ja. Bisschen komische Animation war das gerade. So, und wir werden dann natürlich sofort gucken, wie heißt dieser Ort der Gnade. Der heißt Schleusentor der Einsel. Ja, und da unten... Da, ja, stimmt, jetzt sind wir da. Jetzt sind wir da. Richtig, dann war es doch richtig. Das ist dann das nächste Gebiet. Ja. Das war dann doch richtig. Wir haben das Tor der Gnade oder den Ort der Gnade nicht entdeckt, weil... der in der Höhle da oben ist. Deswegen hat er sich nicht verraten. Jetzt sind wir da. Da unten wären wir rausgekommen. Jetzt sind wir wieder. Jetzt sind wir wieder auf der Spur. Na, also hier, ich gehe nochmal kurz da rein, damit ihr seht. Hier ist dieses Knochenlager der Insekten. Da hinten. Hier. Genau. Und wir sind dann da oben rein in die Königinnenhalle. Und jetzt gehen wir diesen Weg nochmal. Sehr gut. Und nur der Gnade haben wir auch freigeschaltet. Es läuft. Was wir noch nicht gefunden haben, ist das Item. Aber das wird dann am Ende sein. Das wird nicht einfach irgendwo zwischendrin sein. Seht ihr, hier seht ihr ein bisschen diesen Wasserfall. Das muss also die andere Seite von dem Ding sein, wo wir vorher standen. Was gibt's denn hier? Knochensplitterpfeil gefiedert. Okay. Kann man die Schleusen tatsächlich sogar aufmachen? Ich glaube nicht. Die sind sogar leicht auf. Ah ja, interessant. So, dann haben wir hier alles erkundet, können dann ins nächste Gebiet vorstoßen. Da könnten wir, glaube ich, sogar runterspringen. Theoretisch. Hier, ja. War es doch ein bisschen hoch. Ja, da unten waren wir, genau. Da drüben waren die Items, die wir uns dann geholt haben, indem wir aus der Höhle kamen. Und jetzt können wir weitergehen. Oh, der Gnade ist freigeschalten, da könnten wir uns theoretisch rasten, müssen wir aber nicht. Dafür hat er doch ziemlich lang gebraucht, dieser Aufzug. Dafür, dass es nur so ein kleiner, kurzer Weg ist. Aber der fährt langsam, das täuscht. Das täuscht. Manchmal fahren die Aufzüge nämlich ziemlich schnell und manchmal fahren die ziemlich langsam. Die Ul-Palast-Ruinen. Jetzt sehen wir nochmal das Schild. Sehr gut. Ja, die Frage ist, gehen wir durch das Hauptding oder gehen wir erstmal da hinten lang? Und ich bin immer so der Typ, der erstmal so die Geheimwege benutzt. Einfach nur, um zu gucken, was einen erwartet. Oh, krass. Das ist ein Boss. Da hinten ist sind so Typen. Da sind auch Typen. Und der hat sogar rote Augen. Sehr gut. Wenn wir uns den einfach mal holen würden. Dann kriegen wir mehr Punkte. Sehr schön. Der eilt zum Ort des Todes seines Gefährten. Oh, der Boss. Der Boss hat uns entdeckt.
glaube ich. Schnell rein in die Hülle. Jetzt haben wir schon fast 30.000 Punkte. Wunderbar. Wir müssen dem Boss sozusagen wieder entgehen. Damit er uns nicht mehr... Hat er sich wieder beruhigt? Ich glaube schon. Der hängt da einfach oben, ne? Ich glaube, wir müssen versuchen, erstmal an dem vorbeizukommen. Hat er uns jetzt immer noch auf der Pike? Ich glaube nicht mehr. Da oben ist ein Item, da kommen wir hoch, indem wir hier hochlaufen, ja. Das ist aber alles, was wir holen können, wenn wir den Boss besiegt haben. Wie schaut es denn da unten aus? Okay, hier kommen wir nicht runter. Ah. Doch, hier können wir schon runter. Da sind noch mehr von diesen Gegnern. Da sind noch mehr von den Gegnern, okay. Dann müssen wir da durch das Tor durch und dann da oben hinzukommen. Ein Pferd geht wahrscheinlich nicht, ne? Mal den. Ja, jetzt hat er uns wieder den Boss. Schnell, schnell. Der andere wollte auch gerade, glaube ich, zaubern auf uns. Ja, sobald wir seine Schergen da angreifen, merkt er das irgendwie und dreht dann durch. Ah, der andere aktiviert sich immer noch auf uns. Es müssen jetzt drei Gegner sein, die wir da haben. Ja, vom Boss kommen wieder Geschosse. Überhaupt Boss nennen kann. Vielleicht ist das auch gar kein Boss. Jetzt sehen wir mal die Animation, wie er die Geschosse schießt. Ja, das ist schon eher Zaubergeschoss, sind das eher. Aber die treffen auch die anderen, das ist gut. Habt ihr gesehen, ne? Der andere wurde jetzt dadurch zerstört. Jetzt kommen wieder Geschosse. Können wir uns hinter der Säule verstecken? Jetzt mal einfach mal austesten. Ja. Ah, Mist. Jetzt ist er da rumgelaufen. So, den haben wir auch. Ich glaube, jetzt gehe ich erstmal in die Höhle, bis der Boss uns nicht mehr aktiv wahrnimmt. Und dann erholen wir uns die Items auf dieser Seite. Und ja. Dann schauen wir mal durchs Haupttor durch, würde ich sagen. Okay, war es das? Ich denke schon. Oder? Nein. Jetzt haben wir so viel Schaden gemacht. Jetzt hat er sich uns gemerkt, offensichtlich. Jetzt aber, oder? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Ne. Es ist ein bisschen nervig. Ich muss ein bisschen weiter weggehen, glaube ich. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Wenn wir währenddessen mal kurz da durchschauen, ob wir da dasselbe Gebiet betreten würden, aber ich würde sagen, wahrscheinlich ja. Ah, gucken wir, da haben wir noch was übersehen. Ist hier eine Falle? Ja, nee. Hier betreten wir dasselbe Gebiet, ne? Genau, da ist dieser Typ da. So, jetzt muss er aber von uns abgelassen haben, eigentlich. Gucken wir mal.
Ja, das ist die erste Stelle, die ein bisschen heikel ist. Auch nicht super heikel, aber ein bisschen heikel. Wir müssen halt da hoch, um ihn zu besiegen. Wir müssen da irgendwie hochkommen. Nein. Okay, die Sache mit er lässt von uns ab, es hat sich jetzt so offensichtlich erledigt. Da müssen wir einfach schnell sein. Sonst noch irgendwo was? Nee. Wir könnten da runter. Ich will nur nirgends hin, wo es unser Todesurteil ist. Also wir müssen da durch das andere Tor durch. Wir müssen unter ihnen kommen. Wenn wir unter ihnen kommen, dann sind wir eigentlich safe. Und die ganzen Items kann man fangen, sobald er tot ist. Ich gehe mal hier hin. Ja, dann triggern wir ihn sofort. Und jetzt können wir raus. Nein. Da wären wir, glaube ich, sonst rausgekommen. Hier müssen wir vorbei. Hier auch. Und jetzt sind wir unter ihm. Sehr gut. Oh, noch nicht ganz. Noch nicht ganz safe. So, jetzt. Gut, jetzt erstmal dieses komische Ding besiegen. Geht nicht? Oh, hier ist ein Händler. Und Karte. Sehr schön. Händler und Karte. Und bei dem Händler können wir jetzt schön unsere Runen einsetzen, weil wir haben ziemlich viele davon. Da müssten wir hier einen relativ sicheren Bereich haben. Wo der Händler ist, ist normalerweise sicher. Ja, ich bin's. Ja! Wir kommen da hoch, aber wir kommen hier nicht hoch. Kaufen, was haben wir denn da? Gravitationssteinfächer, verbraucht FP, erzeugt eine fächerförmige Gravitationsschockwelle. Gravitationssteinbrocken, verbraucht FP, erschafft am Zielort eine Gravitationsexplosion. Verlorene Kriegsasche, Himmelstau für die Absolution in der Kirche der Gelübde. Handbuch des nomadischen Kriegers 16, erweitert das Handwerksrepertoire. Das brauchen wir auf jeden Fall. Also merken wir uns 16. Handbuch des Parfümeurs, erweitert das Handwerksrepertoire. Parfümeur 4, merken wir uns auch. Eine Gefangenenmaske, Gefangenenkleidung, Gefangenenhose interessiert uns eigentlich nicht. Okay, also 16 und 4. Was haben wir bekommen? Was haben wir dazu bekommen? Wo sind die denn, die Handbücher? Doch, das war schon hier, glaube ich, oder? Das war schon hier? Nein, das war hier nicht. Das ist da auch nicht. Da ist es. Die Karte haben wir bekommen, genau. Handbuch von Fevor, Handbuch des Parfümeurs 4. Was haben wir da bekommen? Ätzender Sprühnebel haben wir bekommen, okay? Der Bauplan eines wahnsinnigen Parfümeurs. Und dann haben wir hier die Nummer nomadischer Krieger 16, glaube ich, ne? Frosthauende Boli und stimulierende Boli. Und sonst irgendwas mit 16? Nee, das ist der nomadische Krieger. Rüstungsschmied, da sind wir erst bis 6 und Schimmersteinmetz. Okay. Da sind wir bis 5 und Missionar. Da sind wir bis 3. Dann haben wir den Parfümeur. Das schaue ich mir gleich mal an. Ätzender Sprühnebel, was ist das? Ist das hier so ein Topf? Wir können übrigens hier auch den Topf mal auffüllen. Ätzender Sprühnebel. Finde ich sowas. Finde ich irgendwie nicht. Das wird schon so ein Topf sein, oder? Ätzender Sprühnebel, da ist es ja. Verbraucht FP, verströmt Giftnebel aus dem Mund. Und das können wir nicht herstellen, weil wir keine Töpfe haben, wahrscheinlich. Eine Altusblüte haben wir, Mirandapulver haben wir auch und Gasstein haben wir auch. Den haben wir nämlich hier gefunden. Riesenameisen, ja. Eine Parfümflasche brauchen wir und die haben wir nicht. Okay, wir haben noch keine Parfümflasche. Die werden wir wahrscheinlich auch hier unten irgendwo finden. So, vielen Dank für deine Hilfe. Aber irgendwie habe ich jetzt das Problem, dass ich da nicht hochkomme. Das war ja eigentlich das Ziel des ganzen Plans. Ich gehe mal da hinten lang.
Vielleicht kann man den auch gar nicht besiegen oder nur mit Fernwaffen. Vielleicht ist das die Schwierigkeit hier im Level. Hier geht's noch weiter. Ups.